1927 kamen die ersten Mennoniten aus Kanada nach Paraguay. 1987 feierte die Kolonie Menno ihr 60-jähriges Bestehen. Viel Verkehr geht über die Brücke, die die einzige Verbindung zwischen Ostparaguay und dem Chaco darstellt. Von hier kommt man auf die Ruta Transchaco durch bewunderungswerte Gegenden. Wir nähern uns Loma Plata, dem Zentrum der Kolonie Menno. 1987 zählte man hier 2400 Einwohner. Viele Gäste kommen zur Feier. Dieses Denkmal wurde der Delegation aus Kanada, die hier 1921 eine Raststätte fand, zu Ehren gesetzt. Die Kirchen sind den Mennoniten immer von großer Bedeutung gewesen. Früher fuhr man mit Pferdewagen zur Kirche. Heute haben mechanische Fahrzeuge die Pferdewagen verdrängt. Überfüllte Kirchen führten zum Bau weiterer Gotteshäuser. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Psalm 36, Vers 10. Herr, berühre uns mit deinem Licht. Lass uns Stille halten und gib, dass wir dich in unseren Herzen wirken lassen. Auch Sonntagsschulräume wurden eingerichtet. Hier findet ein Sonntagsschulunterricht im Freien statt. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Der Lehrer weist darauf hin, wie schön es doch ist, die Gabe, die wir von Gott erhalten haben, auch in den Dienst des Herrn zu stellen. Dies ist die Bibelschule in Loma Plata. Schüler werden hier als Sonntagsschullehrer ausgebildet. Etliche auch auf weiteres theologisches Studium vorbereitet. Hier bin ich, sende mich. Jesaja Kapitel 6, Vers 8. Hier bin ich, Herr. Willst du dein Werk mir auf die Schultern legen, das auf mich drückt als eine schwere Last? Hier bin ich, Herr. Du schenkst mir Kraft und Segen fürs Amt, das du mir selbst vertraut hast. Im CEMTA in Asunción erhalten Studenten eine erweiterte Ausbildung in Theologie und Kirchenmusik. Eine Jugendgruppe beim Bibelstudium im Freien. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Psalm 92, Vers 2. Wir danken dir, Herr, für alles, was du uns gegeben. Jugend bei der Freizeitarbeit im Camp. Nach der Arbeit in der Chaco-Hitze erfrischt ein Bad Körper und Geist. Es wird auch Sport getrieben. Die Kolonie Menno hat in interkolonialen Spielen mehrere Meisterschaften errungen.
1879 wurde in Rheinland als Experiment die erste zentralisierte Schule gebaut. Durch allgemeinen Zuwachsrückgang wurde es notwendig, das Schulsystem weiter zu zentralisieren. So wurden Bezirksschulen gebaut und damit gewisse Vorteile erzielt. Zum Beispiel haben die Lehrer weniger Klassen zu unterrichten und der Unterricht kann einheitlicher gegeben werden. Im Jahre 1987 gab es 11 zentralisierte Schulen in der Kolonie Menno. Der Schultag beginnt mit Gesang. Dieses sind Sekundärschüler. Die vom Ministerium anerkannte Zentralschule geht bis zur 12. Klasse. Danach können Schüler die Staatsuniversitäten betreten, um dort ihr Studium fortzusetzen. Der Lehrer spricht das Morgengebet. Bei besonderen Anlässen wird die paraguayische Hymne gesungen und die Fahne gehisst. In der Aula werden verschiedene Programme eingeübt. Im Altenheim von Menno werden die Leute von angestelltem Personal gepflegt. Gegenüber vom Altenheim werden Häuschen für ältere Leute gebaut, die sich noch selber besorgen können. Ein Besuch bei den Großeltern. Großvater erzählt, wie man früher mit Ochsen gefahren ist. Er erklärt, wie man mit Hilfe von Pferden Straßen gebaut hat. Der größte Spaß aber war das Pferderennen. Erste Hilfestation in Südmenno. Das Schwesternheim in Loma Plata. In diesem Heim ist eine vom Ministerium anerkannte Schwesternschule untergebracht, in der das Pflegepersonal ausgebildet wird. Ein modernes Krankenhaus mit Apotheke in Loma Plata. Seit vielen Jahren schon verwaltet Herr Peter W. Dück das Krankenhaus. Im Laboratorium werden alle wichtigen Blutanalysen gemacht. Die Fachärzte führen hier im Krankenhaus die verschiedensten Operationen aus. Gott, alle Werke deiner Hände sind ein Spiegel von Herrlichkeiten.
Man bereitet für die 60-Jahr-Feier eine interessante Ausstellung vor. Der Organisator der 60-Jahr-Feier, Ex-Oberschulze Jakob N. Giesbrecht, mit einigen seiner Mitarbeitern. Rassepferde und auch andere werden vorgeführt. Sie werden als Reitpferde gebraucht und sind für den Betrieb einer Viehwirtschaft unentbehrlich. Eine Hereford-Rasse. Sie wird als Schlachtvieh sehr geschätzt. Die Gelbviehrasse eignet sich zur Milchproduktion und auch als Schlachtvieh. Zebu-Rassen werden hauptsächlich als Schlachtvieh gezüchtet. Hier die Rassen Brahman, Gir und Nelo. Eine Herde der Brahman-Rasse. Für die Milchproduktion wird die Holländer-Rasse bevorzugt. Zwillingskälber sind eine Seltenheit. Der Landespräsident landet mit seinem Begleiterstab auf dem Flughafen in Loma Plata. Er wird vom Oberschulzen der Kolonie Menno, Herrn Cornelius Sawatzki, empfangen. Die Ehrengäste begeben sich zur Feier ins Zentrum und werden dort von der Musikkapelle und einer großen Volksmenge begrüßt. Der Vorgang wird mit Begeisterung beobachtet. Oberschulze Cornelius Sawatzki hält die Festansprache. Er dankt dem Staatspräsidenten für die bisher erhaltenen Privilegien und besonders für den Bau der Ruta Trans-Chaco. Als nächstes spricht der Oberschulze von Neuland, Herr Heinrich Dück, zu der Versammlung. Dem Präsidenten Don Alfredo Strössner wird zur Anerkennung ein Korb mit Chaco-Produkten überreicht. Als besondere Auszeichnung erhalten die Chaco-Pioniere vom Präsidenten ein Anerkennungsschreiben. Die Volksmenge nimmt mit Begeisterung an dem einmaligen Geschehen teil. Herr Abram W. Hiebert wird für seine Leistungen als Geschäftsführer vieler Jahre mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Herr Hiebert spricht zu der Versammlung. Prediger Franz Thiessen hält die Dankpredigt. Lehrer und Schüler aller Schulen marschieren zur Begeisterung der Ehrengäste am Podium vorbei. Zuerst treten die Lehrer und Schüler der Zentralschule von Loma Plata auf. Schüler der Bezirksschulen Loma Plata. Rheinland, Schöntal, Schönwiese,
Neuhof, Buena Vista, Weidenfeld, Campobello. Aus Südmenno kommen die Zentralschulen Paratodo, Grünau. Dann aus Loma Plata die Bibelschule, Sonderschule, Indianerschule, Schwesternschule, Lehrerseminar, Kommerzschule, Landwirtschaftsschule. Die Ausstellung ist jetzt besichtigungsbereit. Der Präsident mit seinem Gefolge und viele Gäste begeben sich zur Ausstellung. Man besichtigt Zuchtvieh verschiedener Rassen. Weiter geht es zur industriellen Ausstellung. Die Wasserentsalzungsanlage ist unentbehrlich für die Milchfabrik. Industrie für Landwirtschaftsmaschinen. Die meisten dieser Landwirtschaftsgeräte werden in der Kolonie Menno hergestellt. Eine Handelsabteilung mit verschiedenen Souvenirartikeln ist auf dem Ausstellungsgelände errichtet und findet bei den Besuchern großen Anklang. Eine Möbelausstellung. Vielerlei Möbel werden in der Kolonie angefertigt. Einige davon werden nach Ascension verkauft, doch bleiben die meisten für den internen Gebrauch. Baumwolle, das sogenannte weiße Gold. Aus Baumwollsamen wird Speiseöl hergestellt. In Loma Plata hergestellte Milchprodukte. Die meisten werden nach Ascension verkauft. Auch im Chaco gedeiht das Gemüse gut. Gute Lederarbeit wird gemacht. Schuhe werden in der Kolonie Menno fabriziert. Dieses sind Arbeiten aus der Sonderschule. Ein Schulunterricht aus den Anfangsjahren wird vorgeführt.
Schulregeln werden vorgetragen. Unterrichtsfächer waren Buchstabieren, Lesen, Schreiben, Rechtschreiben, Schönschreiben, Singen, biblische Geschichten, Katechismus und Rechnen. Es gab 4 Stufen, aber keine Klassen. Schulunterricht von heute. In den höheren Klassen erfolgt der Unterricht in Deutsch und Spanisch. Hier besprechen Lehrer und Schüler ein Programm. Nach Besichtigung der Ausstellung wird den hohen Gästen im Saal ein Bankett gegeben. Der Volksmenge wird draußen im Freien ein Essen serviert. Ein jeder macht es sich nach seiner Art bequem. Der Präsident begibt sich mit seiner Begleitung zum Flughafen zurück und verlässt mit Genugtuung Loma Plata. Am Nachmittag beginnt die religiöse Feier. Wir danken dir dafür, dass wir 60 Jahre hier im Chaco in Frieden leben dürften. Wir danken dir dafür, dass du uns bis heute diese Freiheiten erhalten hast. Verschiedene Chöre verschönern das Programm. Prediger Abraham S. Wiebe hält die Dankpredigt. Höre, mein Volk, mein Gesetz, neiget eure Ohren zu der Rede meines Mundes. Martin W. Friesen, Historiker der Kolonie Menno, gibt einen geschichtlichen Überblick. Wir sind uns bestimmt darin einig, dass wir es unseren Vätern schuldig sind, die Ereignisse so darzustellen, wie sie wirklich gewesen sind. Wir sind schon manchmal falsch gegeben worden, manchmal entstellt worden, nicht willkürlich, sondern einfach aus Unkenntnis der Wirklichkeit. Von Geschäftsführer Abraham W. Hiebert erhält man einen kurzen Bericht über die geschäftliche Entwicklung der Kolonie. Prediger Wilhelm F. Sawatzki leitet den Schluss der Feier. Der Herr hat uns Kräfte und Gaben gegeben, auch Fähigkeiten und Aufgaben. Mit dem Abschluss der Feier endet auch der Tag. Begleitet von vielen vorbeiziehenden Vögeln und einem schönen Sonnenuntergang.